Der Weltraum und seine unendlichen Weiten. Ihn zu erobern, das ist der große Traum im 20. Jahrhundert. Und geträumt wird natürlich auch im Film. Dass auch die Filmmusik wie von einem anderen Stern klingt, dafür sorgt dieses Instrument, das Theremin, der Ursynthesizer. Das Theremin ist das erste elektronische Instrument, das überhaupt erfunden wurde. 1920 von dem Russen Lev Termen. Und es ist das einzige, was berührungslos gespielt wird. Ganz am Anfang hat man eher so Stücke von der Geige genommen oder von der Flöte und die auf dem Theremin gespielt. Später hat man es in Filmmusik eingesetzt. Dann haben es Rockbands benutzt auf der Bühne, eher so als Effektgerät manchmal. Und heute spielt man neue Musik damit. Carolina Eick spielt seit 19 Jahren den elektronischen Ursynthesizer. Mit 7 bekommt sie von ihrem Vater ihr erstes Theremin geschenkt. Mein Papa hat in so einer elektronischen Band gespielt mit Synthesizern und ganz viel elektronischer Musik. Und die hatten sich auch ein Theremin gekauft und das versucht zu spielen und haben festgestellt, dass man dafür doch ziemlich viel üben muss. Und da sie nicht so viel Zeit hatten, haben sie gedacht, die Tochter kann das doch mal ausprobieren. Ihre ersten Unterrichtsstunden nimmt Carolina bei der Großnichte des Theremin-Erfinders, Lydia Kavina aus Moskau. Von ihr lernt sie damals die Grundlagen. 2003 hat sie ihren ersten großen Auftritt. Sie ist gerade einmal 15 Jahre alt. Zusammen mit dem Radio-Sinfonieorchester Berlin spielt sie die Filmmusik von Alfred Hitchcocks Spellbound von 1935. Heute ist die 26-Jährige eine der bekanntesten Künstlerinnen auf dem Theremin weltweit. Nur wie funktioniert eigentlich dieser elektronische Klangkasten? Das Theremin hat 2 Antennen. Die eine Antenne regelt die Tonhöhe und die andere die Lautstärke. Wenn ich hier der einen Antenne mich nähere, wird der Ton höher. Und die andere Antenne ist also für die Lautstärke da. Wenn ich da weiter weggehe, wird der Ton lauter und ich kann damit Artikulationen spielen, die Melodie formen. Genau, alles damit. Mit dem von Lev Termen erfundenen Theremin beginnt 1920 die Ära der elektronischen Instrumente. Hier im Leipziger Grassi-Museum steht noch ein anderes aus dieser Zeit. Das Trautonium des deutschen Physikers Friedrich Trautwein. Berühmt wurde es durch den Thüringer Komponisten Oskar Sala. Mit seinem weiterentwickelten Mixtur-Trautonium hat er unter anderem die Soundeffekte für Hitchcocks Film Die Vögel komponiert. Auch die elektronische Musik verändert sich. In den 1960er und 70er Jahren benutzen immer mehr Musiker Synthesizer. Der Franzose Jean-Michel Jarre und die Band Kraftwerk gehören zur Avantgarde einer neuen Popmusik. Da das Theremin aber so das urelektronische Instrument ist, haben sich daraus die ganzen anderen elektronischen Instrumente, die wir heute haben, entwickelt. Und heute spielt man mit Effekten und macht ganz viele andere Sounds, die Gitarristen machen oder genau andere elektronische Instrumente auch. Mit Christoph Tarnow hat Carolina Eick vor kurzem in New York eine CD aufgenommen. Im Mai kommt sie auf den Markt. Ob im Duett mit dem Klavier oder einer Gitarre, immer wieder entdeckt sie neue Möglichkeiten für das freihändige Spiel im elektromagnetischen Feld. Ich hatte den Ton direkt in der Hand. Man formt den Ton quasi mit den Händen. Und das finde ich ziemlich toll, weil man da ganz tolle Ausdrucksmöglichkeiten hat. Diese Art von Musik und diese Frau finde ich so faszinierend, Carolina Eick aus Leipzig, dass wir sie glattweg hier noch eingeladen haben zu uns live ins Studio. Denn ich möchte ein bisschen mehr wissen über dieses Instrument, ja, gerne. Ein Theremin. Wir haben es gerade gesehen, 2 Antennen. Aber was brauchen wir dazu noch? Brauchen wir noch einen Resonanzkörper? Der hier besteht aus Man braucht auf jeden Fall Lautstärke, weil es ein rein elektronisches Instrument ist. Also der Ton über den Lautsprecher erst wiedergegeben werden muss. Das heißt muss. Ein Verstärker, der unten auf dem Boden liegt? Nee, das ist der Verstärker. Also okay. Das sind hier noch so extra Effektpedale. Also ich kann so noch so ein paar Töne dazuschalten oder auch Melodien aufnehmen, die dann nochmal wiedergegeben werden. Genau solche Sachen noch dazu schalten. Jetzt sind hier noch
8, 9 Knöpfe? Genau, hier sind noch so ein paar Knöpfe dran. Der eine Knopf ist zum Beispiel dafür da, dass ich verschiedene Klangfarben spielen kann. Also ich kann ganz helle Klangfarben spielen. Oder auch ganz genau das Gegenteil. Das sieht so einfach aus. Kann das jeder aus dem Stegreif lernen oder muss man da schon musikalische Vorbildung haben? Ja, es ist gut, wenn man so ein bisschen von Musik Ahnung hat, vielleicht mal ein bisschen Klavierunterricht genommen hat. Aber im Prinzip, ja, kann das jeder. Also der auch singen kann, jeder, der singen kann, so vor sich hin singen kann, kann gut, das ein bisschen auch. Gitarre kann ich, Harmonium lerne ich gerade. Ob ich mal versuchen kann, einfach mal demonstrativ für Sie, dass man mal schaut, wie schwierig das ist. Also ich habe gerade in dem Beitrag gelernt, das ist Lautstärke. Ja? Genau, da geht man weiter weg. Das klingt genau. Aber... Also ich habe nichts gemacht, ich habe auch nichts vergessen. Genau, wenn man hier nämlich die Hand hochnimmt, das ist ein höherer Ton. Genau, und das geht von der Antenne zum Körper. Okay, und muss ich dieses Instrument auf den Körper jeweils einstellen? Genau, man hat hier so einen Knopf, einen Potentiometer, der verändert das elektromagnetische Feld, das die Antenne aussendet. Und da jeder Körper anders ist, da jeder Raum anders ist, muss ich jedes Mal neu einstimmen. Genau. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie das geht. Also ich habe so verschiedene Handpositionen, ja. Zum Beispiel das ist hier meine Position 1 zum Beispiel. Und ich suche mir einen Ton und strecke meine Hand aus und stelle dann den Knopf so ein, dass ich in dieser Handspanne eine Oktave habe. Und wenn ich die Handspanne eingestellt habe, dann kann ich da eine Tonleiter spielen. Jetzt will vielleicht der eine oder andere dieses Instrument lernen. Wo kann ich das? Gibt es da vielleicht auch Lehrbücher? Ja, es gibt. Also ich habe ein Lehrbuch geschrieben, schreib gerade an einer neuen Version. Und wir haben im April machen wir ein Theremin-Festival in Leipzig. Und ja, da kann man auf meiner Website mal gucken und sich auch anmelden, wer Interesse hat. Ja. Wie teuer ist denn so ein Instrument? Und man braucht auch noch das Equipment dazu? Ja, also es geht von, sagen wir mal, 500 Euro los. Wenn man so ein bisschen avancierteres Instrument haben will, kann es schon so 2000 Euro kosten. Aber man kann auch erstmal mit einer einfachen Variante anfangen. Jetzt treten Sie damit auf in großen Orchestern. Was war so Ihr spektakulärster Auftritt? Also was total toll war, ist, dass der türkische Komponist Fazıl Say, der hat 2 Sinfonien dafür geschrieben, also wo das Instrument als Solo-Instrument mit dazu benutzt wird. Und da war ich 2012 und 2013 mehrmals in der Türkei und bin dort mit aufgetreten. Ja. Können wir vielleicht noch ein paar Sekunden eine schöne Melodie? Ja, ich spiele mal eine kleine Melodie, ja. Carolina Eick ist das aus Leipzig mit ihrem zauberhaften Instrument, das Theremin. Also ich habe Lust gekriegt, noch mehr davon zu erfahren, aber man kann es ja, wie gesagt, lernen. Vielen Dank. Danke.